Moin und hallo. Moin. Wir begrüßen euch aus Neustadt am Rübenberge und hier steht er, der Knaus Venti auf MAN 640 MEG Vensation. Vensation heißt Sondermodell. Warum stellen wir euch den heute vor? Er ist der leichteste seiner Klasse und sehr beliebt. Ja, man kann sagen, das ist das beliebteste Knaus-Modell in der Venn-Klasse. Mhm. Wir haben ja hier einen Venn mit 2,20 Meter Fahrzeugbreite. Also das beliebteste Modell von Knaus, den Venti, den nehmen wir heute unter die Lupe. Viel Spaß dabei. Viel Spaß. Wir haben ja gesagt, der beliebteste. Was mir sofort auffällt im Eingangsbereich, viel Platz. Der Tisch ist leicht angeschrägt, der ganze Gang ist leicht schräg nach hinten. Ich habe hier viel, viel Platz. Sieht man schon. Ich kann hier meine Jacke aufhängen. Das finde ich immer gut. Nicht immer in den Schrank rein, man will ja auch mal schnell wieder rausgehen. Ich komme an der Jacke vorbei. Das gefällt mir gut. Auch hier, guck mal, die Arbeitsplatten. Oder sagen wir mal, der Küchenblock ist auch schräg. Er ist hier bei der Spüle breiter und verjüngt sich nach vorne hin, dass du hier mehr Platz hast. Das ist sehr gut gemacht. So, und auch nach hinten, wenn ich die Betten jetzt nicht verbreitert habe, habe ich hier unheimlich viel Platz. Ich finde das auch immer gut, wenn man da hinten so einen kleinen Durchgang hat, ne, zur Mitte. Ja. Diese zwei Stufen zeichnet das ja aus hier, ne, bei dem Fahrzeug, mit Zugang zu Schränken. Da schauen wir gleich noch mal rein. Und ein riesiger Kühlschrank. Ja, riesiger Kühlschrank. Nein, natürlich hast du auch noch durch diese Aussparung hier noch ein größeres Raumgefühl. Ja, das hat so einen Wohlfühleffekt, ne? Total. Gemütlich. Gemütlich. Nächster Punkt. Selten bei einem Fahrzeug, dass beide Betten gleich lang sind. Ich habe es mir aufgeschrieben. Wo sind sie denn? Beide haben eine Länge von 2,01 Meter. Das eine 85 cm breit. Ich denke mal, das wird das hier sein. Und das 77. Ja, das lässt sich doch, das lässt sich sehen. 2,01 Meter. 2,01. Ja. Brauche ich auf jeden Fall. Ja. Ne? Ja. Bei 1,68. Na gut, zwei Kopfkissen. Bertel benutzt ja immer zwei Kopfkissen. Und dann rutschst du ja sowieso noch weiter runter. Also, das ist schon nicht schlecht. Wir haben hier diese, wie nenne ich sie? Die Bügeldachluke, ne? Genau, die du immer schön einrasten kannst, hier in diese Rillen. Ja, die kann nicht zuklappen, aufklappen, Nein. Die ist immer fixiert. Ja. Ne? Die hält auch bei Wind. Ja, genau. Drehen, genau. Drehen, auf, drehen, zu. Perfekt. Ja. Verdunklung, Mückenschutz darf nicht fehlen. Klare Sache. Wir haben hier hinten drei Oberschränke mit Klappen und hier Ablagefach. Das finde ich auch ganz gut, nicht zu offen. Ja, wenigstens hier an den Seiten geschlossen, dass nichts rauskommt. Ja, und die ragen nicht so weit in den Raum rein, ne? Über dem Bett. Dass du hier Platz hast. Also da kommst du auch nicht, genau, da stößt du dich nicht dran. Mit dem Knie. Zum Beispiel. Ja, und sie sind unterteilt. Das ist gut. Rutscht nichts hin und her. 230 Volt und USB-Steckdosen, Lichtschalter, je nachdem, wo ihr gerade Licht machen möchtet, am Bett oder auch dann in der Sitzgruppe, wenn es dunkel ist. Das Licht ist dimmbar. Und das Licht ist dimmbar. Genau. Jeder hat sein Fensterchen auf der Seite. Nicht in Kopfhöhe, also ich würde mal sagen, dann so hier auch in Kniehöhe. Vorhänge könnt ihr euch natürlich auch noch vorschieben, verdunkeln. Ja, und der Schlafbereich ist abteilbar durch einen Vorhang. Ja. Weißt du, was mir gut gefällt hier bei diesen Vorhängen? Auch wenn du ein bisschen Wind hast, du willst jetzt Luft reinhaben, dass nicht so viel flattert. Sie haben hier unten ein kleines, ne, so eine kleine Stange drin. Es wird nicht sofort flattern. Ja. Ne? Ja. Kannst du dicht machen. Genau. Dachluke hatten wir, Vorhang hatten wir. Bett kann man natürlich verbreitern. Das Brett liegt jetzt in der Garage und dafür, dann braucht ihr später, genau, ne, wenn es hier zu ist, natürlich die Leiter. Du kannst hier schließen, genau, und stellst dann die Leiter dran. Mhm. Ja, Schränke. Ich habe die Kleiderschränke für euch mal geöffnet. Da geht im Moment das Licht nicht, weil keine Batterien vorhanden sind. Das Fahrzeug ist gerade neu eingetroffen. Ja, da musste, ja. Ne, da sind keine Batterien drin. Mhm. Da ist der Radkasten da unten, ja. Kleiderstange, genau, auf dieser Seite.
Ach, mal wieder die übliche Handtasche. Die gibt es ja neuerdings immer dazu. Ja, an Kleiderstangen hapert es hier ja nicht, ne? Nein. Da ist ja wirklich Platz. Gibt es denn unter den Stufen noch was zu sehen oder ist das ein Technikbereich? Ich denke, das ist Technikbereich. Das ist Technik, okay. Ist nicht zu öffnen, aber Kleiderschrank auch von oben. Beladbar. Ja, beide. Also es ist einfach zu handeln, es ist auch nicht schwer. Man kriegt das leicht hoch. Sag mal, ist denn unter den Matratzen, ist da irgendwas drunter? Froli oder irgendwas? Oh, Lattenrost. Ach, ein Lattenrost. Hier ist ein Lattenrost. Ja, mit dem Brettchen weiß ich jetzt auch nicht genau, Nora. Nee, ich auch nicht. Ob man das vors Fenster stellen kann? Du hast ja zwei davon. Vielleicht weiß es einer von euch. Ja. Ich denke, das weiß bestimmt einer von euch. Na klar. So, haben wir alles wieder. Das ist das Zusatzkissen, genau. Das ist schön aufgeräumt, ne? Schön aufgeräumt. Stößt dir nicht den Kopf an der Klappe? Links von dir? Ah! Ja. Leselampen sind da auch noch, guck mal. Ja, die hatte ich gar nicht angemacht. Zack. An. Gut. Hat ja was, ne? Also der Schlafbereich ist schon mal super. Sehr groß. Ne? Ja. Da klappt es auch, wenn du etwas größer gewachsen bist. Ja, auf jeden Fall. 2,01 Meter. Stehhöhe im Fahrzeug haben wir 1,96 Meter. Ich würde gerne jetzt erstmal ins Bad. Ja, dann viel Spaß beim Duschen. Ja, genau. Zum Badezimmer gibt es eine Schiebetür, die ihr natürlich dann auch schließen müsst, wenn ihr duschen möchtet. Und ansonsten zum Duschen könnt ihr das Bad schwenken. Also es gibt keinen Vorhang. Das Bad wird geschwenkt. Ich gehe mal kurz zur Seite und dann können wir euch das zeigen. Und dann wird geschwenkt und geduscht. Oben gibt es eine Dachluke. Zum Lüften. Alle Seiten sind in Kunststoffteilen ausgeführt, also Spritzwasser geschützt. Da unten der Radkasten und Ablauf. Ja. Jetzt kannst du das Ganze schwenken. Ja. Genau. Und dann befestige ich das. Und nach dem Duschen könnt ihr euer Handtuch aufhängen. Zum Trocknen. Die Banktoilette. Ich denke, hier wer eine Trenntoilette haben möchte, genug Platz, um sich eine Trenntoilette einzubauen. Sogar vielleicht noch eine Trockentrenntoilette mit Kurbel. Das war bei uns ja das Problem, ne? Oder eine Komposttoilette, genau. Ja. Genau. Der Heizungsausströmer sitzt natürlich sehr hoch da, ne? Ja. Ja. So sieht das aus. Steckdose ist keine im Bad. Also ich habe keine gesehen. Nee. Nö. Ich guck gerade, ob ich aus dem Küchenbereich irgendwo dann mir eine Steck. Ja, da oben. Ach, die sind hier oben in der Küche. Ja, genau, hier. Da oben. Hier oben. Kann man sich rüberziehen, ja. Die Wege sind 200, ja immer nicht das lang. Das sind zwei 230er hier. Die Wege sind ja nicht so lang im Wohnmobil. Nee. Die Kabel sind ja lang genug und dann kannst du dich hier hinstellen, hast da den Spiegel. Sehr gut. Küche. Ich glaube, der hat 142 Liter, der Kühlschrank. Ja, habe ich mir richtig gemerkt. Und jetzt gucke ich mal. Boah, das ist ein Absorber. Ach ja, mit Gas. Absorber, Kühlschrank. Ja, wir haben auch eine Gasheizung. Wer möchte, optional gibt es aber auch die alte Warmwasserheizung, die ich ja auch klasse finde. Ja, der Wagen ist jetzt mehr in Richtung Gas ausgestattet. Auch wenn du die alte Heizung nimmst, die läuft ja auch mit Gas. Diese Heizung gibt es nicht. Ja. Und es gibt auch keinen Kompressorkühlschrank. Habe ich in der Preisliste nicht finden können. Also Absorberkühlschrank über Gas, Strom, ne? Und dann eben die Heizung auch über Gas. Ja. Es gibt auch eine Fußbodenheizung, Nora, zusätzlich. Ja, gibt es. Die läuft allerdings auch mit Strom. Ja. Da haben wir noch ein Staufach. Ja. Na gut, ein Stauraum, das haben wir ja schon festgestellt. Ja. Stauraum ist hier reichlich vorhanden. Ja, den brauchst du auch. Also das finde ich ganz wichtig.
Also das funktioniert auch gut. Ich muss das nochmal, Klappe zu, Klappe auf. Das finde ich ja, wie oft macht man Klappen auf, Klappen zu, Schubladen auf und zu, wenn man hier am Hantieren ist. Und das muss schon funktionieren. Das muss funktionieren, genau. Sonst ärgerst du dich jeden Tag drüber. Ja, hier bekommst du deine Teekannen rein, Kaffeekannen, die hohen Sachen. Hier haben sie es unterteilt von der Höhe. Immer da hast gut. Du auch noch, das mag ich auch immer gern. Da oben ist eine Verteilung, ne? Ja. Einmal 12 Volt, einmal 230 Volt. Das finde ich immer gut, wenn man da rankommt, ne? Installationstechnisch. Mhm. Wenn man mal irgendwas erweitern möchte, wie auch immer. Das findest du bei Knaus auch ganz oft. Diese vielen Vierfachschalter. Genau. Überall sind die. Du kannst von allen Stellen hier auch im Eingangsbereich finden, was wieder mit dem Schalter. So. Na, Auto repariert. Auto repariert, lag daneben. Sitzt jetzt wieder. Genau. Die tue ich mal weg. Die tue ich mal weg. Die tue ich hier unten. Ach ja, hier ist klein, sind kleine Fächer. Ich habe ja sonst immer in meinem Kühlschrank hier, aber hier bekomme ich das. Oh. Ja, diese Schublade, ne, da unten, da kannst du ja, da das ist eine 1,5 Liter Flasche, da kannst du ja richtig was reinstellen, von der Höhe meine ich. Für die Party, ne? Mm. Abends Grillparty. Herd, was haben wir denn? 2 Flammen. Piezo, wunderbar. Ist das nicht auch der Herd, den wir haben? Den wir haben, wo ich dann so clever war, den genommen habe, ohne Piezo. Ja, hier ein bisschen beim Tauschen. Abgedeckt. So, Schublade. Ah nee, dreifach. Aha. Ja. Ja gut, gibt's nicht viel zu sagen. Wäre für mich jetzt so ein Fach, wo ich einen Beutel habe. Ich nehme ja immer Kopfkissenbezüge für die dreckige Wäsche da unten rein. Und vielleicht auch Putzmittel, Waschmittel, was man so für unterwegs braucht. Handtücher, da ist genug Platz. Aber das wäre so richtig mein dreckige Wäschefach, gebe ich zu. Da unten 2 Schubladen. Was haben Sie denn da? Was sind das? Vorhänge? Was sind denn das hier? Da steht bestimmt was drauf. Da steht nur ein Lieferteil. Weißt du, was das ist? Nein. Das sind Bezüge für die Matratzen, oder? Bezüge für die Matratzen. Wahrscheinlich. Würde ich vermuten. Ich mach's mal auf. Kann ich aufmachen? Gucken wir uns das doch mal an, was das ist. Aha. Ja. Du hast ja die unterteilten, das sind ja alles unterschiedlich große Stücke, ne? Genau. Die Matratzen. Genau. Und das sind Maßbezüge. Ja. Das ist doch vernünftig, dass das gleich mit dabei ist. Packen wir es schön zusammen. So. Sieht jetzt nicht so schön aus. So. Hast du nochmal Bezüge? Ja, ist ja immer praktisch. Nochmal drüber machen, abnehmen. Ja, ist ein Schutzbezug, ne? Waschmaschine. Mhm. Soft Close. Oh, ja. Ja, Riesenbesteckschublade. Ja. Ne? Und dann kommst du hier an die Absperrventile für die Gasanlage ran, ne? Genau. Heizung, Kühlschrank, Kocher. Mhm. Gut. Da ist noch eine kleine Arbeitsplattenarbeitung. Genau. Schau an, die ist auch leicht abgeschrägt, dass du noch rein und raus kommst, wer schlank ist. Wer schlank ist, kommt da noch. Das probiere ich mal aus. Gerade so vorbei. Gut. Ganz klassisch über der Eingangstür die Steuerung der Truma-Kombi-Heizung. Das wird der Schalter sein, außen für die Außenbeleuchtung. Die hat ja auch einen Bewegungsmelder. Ja. Da kannst du anschalten, ausschalten und jetzt ist Bewegungsmelder. Ja, ich stehe genau drunter, da springt sie natürlich an. Logisch. Was mir hier gerade auffällt, Nora, ich mache ja schon wieder 2 Dinge zur gleichen Zeit. Das ist ja hier die Komfort-Eingangstür, ne? Mit einer Mehrfachverriegelung. Da unten? Stimmt, Komforttür. Komforttür. Ja. Hier wird sie verriegelt. Ja. Hier oben wird sie verriegelt und das muss ich mir jetzt anschauen. Ja. Doppel. Die hat eine Zweifachverriegelung. Ja. Da und da. Genau. Sie kann nicht umschlagen. Da oben ist ein Stopper. Ein Gasdruckdämpfer. Ne? Ja, die Komforttür, die gehört ja zur Sondermodell- oder Vensation-Ausstattung. Das ist die Vensation-Ausstattung. Mhm. Die gehobene. Genau. Und hier oben, um das noch abzuschließen, ne, das Steuerungselement, das Anzeigenpanel. Die Tür. Ne? Wisst ihr, was das hier ist? Bei der Tür?
Nee, was ist denn das? Wisst ihr, was das hier ist bei der Eingangstür? Nee. Das ist der klassische Schirmhalter. Ist ja was. Von Knaus. Ist ja was. Und ein Täschchen gibt es auch gleich dazu. Ein Täschchen, da habe ich noch gar nicht reingeguckt, ob da noch was... Nee, da ist nichts drin, schade. Hätte hier sein können. Das Waschbecken haben wir übrigens ganz vergessen. Rund, wunderbar, passen die Teller rein. Höhe vom Wasserhahn finde ich auch gut. Ja, nicht zu tief. Im Wohnbereich gibt es 4 Heizungsausströmer. Einen hinten am Podest, einen unter der Sitzbank und im vorderen Fahrzeugbereich zum Fahrerhaus hin sind nochmal 2. Und einer noch da drunter rechts. Oh, den habe ich übersehen. Ja, 5. Da ist noch einer Richtung Eingangstür. Ja. Warum ist der Venti so beliebt? Wenn ich die Sitzbank sehe, kann ich das gut verstehen. Ja, die ist riesengroß. 2 Personen können hier so richtig es sich bequem machen. Also das ist nicht schlecht. Guck dir das an. Das ist riesengroß. Ja. Was quetscht man sich sonst immer auf die Bänke? Kann ich richtig sitzen? Also das ist gemütlich. Auch der Tisch ist sehr lang, hat trotzdem noch eine Arbeitsplan, eine Tischvergrößerung. Ja. Ja, das geht. Und dann kommst auch du da, auf dem Beifahrer sitzt da du mit deiner Kamera auch dran. Wunderbar. Und viel Licht, ne? Da nochmal über den Kühlschrank, die Dachluke, Kurbeldachluke. Wir haben hier das Seitenfenster, in der Tür ist auch und noch hier ein Fenster und eine Panoramadachluke. Also besser geht ja gar nicht. Über dir ist ein Lichtschalter und eine 230 Volt Steckdose. Ja, genau. Und eine USB. Ach, da. Mhm. Fernseher und Sattanlage gehören standardmäßig dazu. Ja, in Twin-Ausführung. Hinten ist nur die Vorrichtung, aber kein Fernseher. Ah, Twin auch schon. Okay. Ja. Also für 2 Fernsehgeräte. Genau. Ha. Was ist das da unten? Ach, da ist auch noch eine Steckdose. Bei deinen Beinen. Da ist eine 230 Volt Steckdose. Oh, und noch ein Heizungsausströmer. Also hier haben wir uns ja richtig verzählt. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Heizungsausströmer. Das ist reichlich. Also man kann hier super mit 4 Personen sitzen. Also ich finde das total geräumig hier. Ja, aber du bist weit weg hier. Ja, ich bin weit weg, ne? Manchmal ist das besser so. Ja, das stimmt. Doch, gut gemacht. Ja. Hast du auch schön Kopffreiheit hier oben? Ja. Wunderbar. Ach, guck mal, die Dachluke ist beleuchtet. Ja. Und dies offene, ne? Die offene Tiefe, das gefällt mir immer gut. Offene diese Blickachse. Ja, genau, Blickachse. Schön, schön gesagt. Nochmal zur Beliebtheit des Fahrzeugs oder des Teilintegrierten von Knaus. Wenn wir also unterwegs sind, man steht auf dem Stellplatz, man kommt mit deinem Nachbar ins Gespräch, dann sind die Besitzer von einem Knaus Venti, ob jetzt ohne Vensation oder mit Vensation, die zufriedensten. Das ist uns aufgefallen. Da gibt es nicht diese hyperlange Mängelliste, die uns ganz viele schon erzählt haben. Also über das ihre ist, Autos, ja. Ja, also das. Mhm. So, und wir haben gerade, bevor wir hier angefangen haben zu filmen, noch einmal mit dem Betreuer von Knaus und Weinsberg hier bei Holiday Heinz und Linse gesprochen. Knaus hat jetzt die Endkontrolle erweitert. Die Zufriedenheit des Käufers, des Kunden, genau. Die steht im Vordergrund. Genau. Und die wird natürlich durch eine verstärkte Endabnahme verbessert. Genau. Weil dann auch Kleinigkeiten noch gefunden werden können, die ja zu Unmut führen könnten. Genau, und auch der Händler wird entlastet. Ja, Werkstatttermine, unendlich. Wie lange muss man warten, um einen Werkstatttermin zu bekommen? Das ist natürlich dann auch schon von Vorteil. Werfen wir mal einen Blick in das Fahrerhaus des MAN. Ne? Baugleich mit dem VW Crafter. Dunkles Ambiente. Kunststoffambiente in Verbindung mit einem Automatikgetriebe. Einigen von euch ist bestimmt aufgefallen, hier vorne ist ja kein Remi-Verdunklungsrollo oder Faltplissé. Dafür ist hier beigelegt ein Faltelement zur Verdunklung vorne der Frontscheibe. Das wird mittels Magneten hier rechts und links an den Holmen zu sehen, wird hier vorne verdunkelt. Inzwischen gibt es auch ein Remi-Faltrollo. Das kann man über Remi ordern. Ganz frisch auf dem Markt für den VW Crafter und den MAN TGE.
Rechts und links haben wir ganz normale Plissés, Faltplissés für die Verdunkelung. In der Vensation Edition ist gleich eine Zusatzluftfeder für die Hinterachse verbaut. Dieser Wagen hier hat eine Auflastung auf 4 Tonnen. Dann würde ich vorschlagen, wir gehen mal um das Fahrzeug. Ja, auf jeden Fall. Da gibt es ja noch einiges zu sehen. Aha. Guck mal, das finde ich nämlich gut durch diesen, durch den Stopper da oben. Ne? Ja. Läufst du nicht Gefahr, dass die Tür gegen den Aufbau schlägt? Ja. Siehst du das? Ja, eins wollte ich noch mal ausprobieren. Ja, passt. Passt. Kollidiert nichts. Passt, passt, passt. Das ist natürlich auch klasse, ne? Was? Wir haben hier keine vorgehängten, sondern wir haben Rahmenfenster. Mhm. Keine vorgehängten Fenster, Rahmenfenster. Der Vensation hat eine Spezialfolierung und die Seiten in Campovolo Grau. Ja, Markise ist auch dabei. Markise ist dabei. Ne, gehört auch zur Vensation-Ausstattung. Genau. Der Gaskasten bietet Platz für 2 11-Kilo Gasflaschen. Mhm. Keine Frage. Ach, guck mal. Die Klappen, die haben eine Doppeldichtung. Ja. Du hast eine Dichtung in der Tür, also in der beweglichen Klappe. Ja. Und eine Dichtung im Rahmen. Das sind dann 2. Guck. Hallo. Hallo. Und bei diesem Fahrzeug, bei dieser Ausführung, haben wir 2 große Garagenklappen. Das kann ich mal einrasten, dann klappt sie nicht zu. Beide Garagenklappen bei diesem Modell haben eine Größe von 80 x 1,10 Meter. Ja, fast bis auf den Boden, da ist dann nur halt hier diese kleine Kante. Kante. Genau, und genauso auf der anderen Seite. Und dieses Brett hier? Das gehört zum Bett. Markisenkurbel, Verzurrösen, Beleuchtung, Heizungsausströmer. Beheizte Garage, ja. Eine Verzurschiene, ja, da hätte ich mir jetzt auch gerne ein Gegenstück zu gewünscht, ne? Hier auf der rechten Seite, ja. Oder oben angeschlagen. Das stimmt. Dann könntest du da mehr mit anfangen mit der Zurschiene. Eine, ja. Könnte man ja aufnehmen als Anregung. Das wäre gut. Dann komme ich mal zu dir rüber. Ja. Wir haben nämlich hier einen schönen Blick auf die Installation, Elektroinstallation. Hier die Steuerungseinheit für das Bedienpanel mit Zugang zu den Sicherungen. Die Netz- oder Landstromeinspeisung, wie sie es gehört, mit FI-Schutz. Und dieses Bauteil hier von Dometic. Das ist ein Netzladegerät und darunter haben wir von Schaut, das blaue, das ist ein Ladebooster oder Batterie-zu-Batterie-Ladegerät, B2B. Ach, und da unten ist Platz für 2 Aufbaubatterien. In diesem Fall ist eine verbaut. Gut finde ich immer einen Batterietrennschalter. Dann gibt es auch keine Standby-Verbräuche oder irgendwelche Verbrauchsströme, die mir gar nicht bewusst sind, damit kann ich die Batterie wirklich abschalten. Ja, im Gegensatz zur Platinum Selection, die wir mal gefilmt haben, ne, da war das Kunststoffteil aufgesetzt. Das war nicht Plan, sagen wir es mal so. Genau, das war ein Plus. Das war ein Venti Plus, Nora. Ach, das war ein Venti Plus. Ach so. Platinum Selection ist schon Platinum richtig. Platinum Selection, okay, ja. Okay. Das ist, oh, ich bringe das immer alles durcheinander. Macht nichts, das ist schicker. Ja, auf jeden Fall. Ja, das in einem Guss. Oben ist eine Rückfahrkamera. Ja. Dann geht es hier noch weiter. Ja. Strom. Stromeinspeisung, Gasheizung, der Schornstein. Kassette. Ja, und ich nehme mal raus. Fettford haben wir hier. Kassettensystem. Und was ich noch zeigen möchte, ist hier. Wir haben hier einen beheizten Abwassertank. Der wird mit Warmluft beheizt. Und wenn ich diesen Strang abschalten möchte, dann nutze ich diese Strangverriegelung, hake die ein und dann wird der Abwassertank nicht beheizt. Also es ist ein isolierter, beheizter Abwassertank. Genau. Und gut finde ich, dass der mit Warmluft beheizt wird, also über die Heizung. Das ist auch ganz klassisch für Knaus, die zentrale Fähr- und Entsorgung hier. Große Reinigungsöffnung, kommst du gut rein. Kommst du hier auch um die Ecke? Das geht ja hier noch so rum. Ja, klar. Ja, da fehlt mir jetzt ein bisschen an Armlänge.
Na, mit einer Bürste geht das. Mit einer Bürste kommst du hin. Ja, und das finde ich gut. Mit einer Bürste kommst du ran. Wo komme ich schon an meinen Frischwassertank und kann ihn richtig reinigen? Also das ist nicht schlimm. Ja, es ist oftmals ein bisschen schlecht verbaut. Mit den Frischwassertanks, genau, ne, wenn genau, du die reinigen möchtest. Dann hast du hier die Ablassventile, ne, Frischwassertank, Abwassertank, das Frostwächterventil, das dem Tank die Truma-Kombiheizung im Winter vorm Einfrieren schützt, indem es das Wasser automatisch ablässt. Und hier wird befüllt. Wenn du jetzt hier befüllst, dann denkst du natürlich, oh Mensch, das Wasser läuft mir hier ins Auto rein. Dafür ist diese Wanne verbaut und die Wanne hat einen Abfluss nach außen. Da würde mich mal interessieren persönlich, wie da die Erfahrungen, die Praxiserfahrungen sind, ja, von den Eigentümern dieser Fahrzeuge, ob die genau damit klarkommen. Ja, ja, ja. Das ist auch klassisch. Knaus bietet ja immer ein Filtersystem an und diesen Filter, den kannst du hier einsetzen. Na, im Moment ist kein Filter verbaut im Wassersystem. Den könntest du hier reinsetzen, dann trennst du hier, verbindest den Filter, den Wasserfilter damit und dann hast du gefiltertes Wasser. Genau. Wo ist der Deckel? Da. Ich mach so Deckel zu. Und dann gehen wir jetzt rein, machen es uns bequem. Fazit. Unter der Sitzbank könnt ihr wunderbar erkennen die Gasheizung. Und auch noch mal den Frischwassertank. Das ist natürlich top verbaut hier unter der Sitzbank. Das sorgt für kurze Heizungswege in den vorderen Bereich des Fahrzeugs, da wo ich es brauche, Fahrerhaus. Ne? Und im hinteren Bereich, da wo du schläfst, brauchst du es ja nicht ganz so kuschelig im Winter. Genau. Also eher von Vorteil nach unseren Erfahrungen. Ja, auf jeden Fall. Der beste Platz für die Heizung ist immer vorne unter der Sitzbank. Mhm. Und geht leicht und schnell zu entfernen. Ups, meinst du die Polster? Ja. Ja, du kommst auch für den Service gut ran, ne, an die Heizung. Ja, das sowieso. Ach Gott, ja, da haben wir auch schon unsere Erfahrung gemacht. Ne? Da ja musste Bertel erstmal halb die Möbel ausbauen. Genau. Da ja hast du ja gar kein Problem. Ja, was ich jetzt des Öfteren machen werde, die Unterschiede der Möbelfolierung. Ja. Da gibt es schon Unterschiede. Auf jeden Wie Fall. Wie weit ist die empfindlich oder nicht. Hier hat sie ganz leichte Struktur. Das gefällt mir gut. Also nicht ganz glatt, ja, dass du nicht gleich jeden Kratzer siehst. Wir können es nicht verstecken. Wir haben nur mal Leichtbau. Das heißt also nicht mehr Vollholzmöbel. Da muss schon die Folierung stimmen. Den Sitz kann man ja höher stellen hier. So. Ja, Nora, komm ruhig zu mir. Ja, ja, alles klar. So. Was fehlt denn jetzt noch? Daten und Fakten. Daten und Fakten. Länge 6,89 Meter beim Venti 640 MEG. Den bekommt ihr auch noch länger als 650er. Ich glaube dann auch noch über 7 Meter. Ja, ja. Genau. Breite 2,20 Meter, Höhe 2,82 Meter. Flach. Diese Fahrzeughöhe unter 3 Meter, die ist zum Beispiel für Frankreich ganz interessant, mhm, weil nämlich ab über 3 Meter Höhe zahlt man einen höheren Tarif auf den Autobahnen. Ja. Ne, wen das interessiert. Also uns hat das schon interessiert. Ne? Ich denke da gerade an unser Alkoven-Wohnmobil. Und das merkst du schon, wenn du in der teureren ja Gebührenklasse landest. Auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Innenstehhöhe 1,96 Meter. Ich wiederhole das ruhig nochmal. Frischwassertank 95 Liter. Würde ich mir ein bisschen mehr wünschen. Ja, Abwasser ja 95 Liter ist okay. Masse im fahrbereiten Zustand sind wir bei 2920. Je nach Ausstattung kann das natürlich variieren. Das ist klar. Bei diesem Fahrzeug, das hattest du, glaube ich, schon erwähnt, ne, der ist aufgelastet auf 4 Tonnen. Also interessant ist ja, du hast ja die Option. Du kannst den Wagen immer, je nachdem, wie viel Ausstattung, wie viel Gewicht du haben mhm möchtest oder brauchst auf dem Fahrzeug, sprich Ausstattung, Solar, Satt und all diese Dinge. Du kannst ihn als 3,5 Tonner haben, du kannst ihn aber auch bis 4 Tonnen direkt ab Werk aufgelastet ordern. Das finde ich ganz interessant. Und wenn ich jetzt mal die Rohwerte nehme, dann habe ich ja schon zwischen deinem Wert und 4 Tonnen ist ja schon über eine Tonne Zuladung. Ja. Da ist ein vernünftiges Verhältnis. Auf jeden eine Fall. Tonne Zuladung ja ist toll. Ja. Fahrräder, schön, ne? Nein, E-Bikes. Also und du hast ja hinten die Zusatzluftfeder auf der Hinterachse. Stimmt.
Dieses Fahrzeug hat natürlich auch einen Überhang, logisch, ja. Ne, bei der Fahrzeuglänge einen relativ langen Überhang. Und da ist natürlich die Zusatzluftfeder hilfreich. Ja. Also ich fühle mich sauwohl in diesem Raum. Ich fühle mich nicht eingezwängt, eingedrängt. Ist jetzt auch bei uns ganz klar, wir fahren im Moment einen Kastenwagen unter 6 Meter. Das ist alles ein bisschen eng. Und da fühle ich mich natürlich gleich sauwohl hier mit Längsbetten. Also der Raum ist toll. Ich bin ja eh ein Freund der Teilintegrierten. Also wir haben ja den Hümer gehabt, den MLT 580. Mhm. Und das ist ein ähnliches Konzept mit Längsbetten hinten, Garage und vorderer Halbdinett. Ja. Das passt schon. Ja, aber es wird nochmal irgendwie größer. Ich weiß nicht warum. Ja. Irgendwie fühle ich mich... Ja, ich denke, die Arbeit, der Küchenblock. Der Küchenblock alleine, dass der angeschrägt ist, das hatte ich vorhin gezeigt, das gibt hier vorne schon mehr Raum. Kurz ist er, der Küchenblock. Wenn ich von hier schaue, dann ist der kurz. Und die Arbeitsplattenverbreitung ist auch nicht viel größer als beim Hümer. Nee. Fällt mir auf übrigens. Ne? Die ist auch so klein gestaltet. Ja. Aber dieser Absatz, der würde mich jetzt ein bisschen stören. Kannst aber wenigstens hast du was zum Hinstellen. Ja gut, wenn man am Kochen ist oder wenn ich am Kochen wäre, würde ich dich hier hin verbannen, würde mir hier, natürlich, dafür habe ich hier einen riesen Tisch und noch die Tischverbreiterung, die ist groß. Dann kannst du hier schnippeln. Es ist ein Zwei-Personen-Fahrzeug, definitiv. Ja. Gut, kannst du aber auch mit dritten Bett. Ja, natürlich, mit dritten Bett. Ne? Ich wollte sagen, es ist kein Familienwohnmobil für vier Personen, das ist es nun mal nicht, ne? Bauartbedingt. Ja. Also sie haben da schon alles schön gelöst und super Raumgefühl. Ja, klar strukturiert. Klar strukturiert, große Schränke, Schwenkbad. Fühlt man sich wohl, wenn man es geschwenkt hat. Ja. Tür. Jetzt noch ein paar Worte zu der ganzen Vensation-Geschichte. Ja. Die Vensation-Geschichte ist ja eine Modellreihe oder eine Edition oder eine mit Sonderausstattungspaket, wie man es auch immer bezeichnen möchte. Und bei dem Vensation-Modell ist eben ab Werk, du kannst das da besser sehen als ich, da gibt es ja einige Punkte, nur mal hier ein kleiner Auszug, die serienmäßig verbaut sind. Die zweite Außenklappe, Komforttür, Außenkampovolo grau, Sat und TV, also hier vorne TV, hinten nicht, aber die Vorbereitung. Ja, aber mit Twinsat, eine Twinsat für zwei Fernseher, unabhängig. Markise und. Da sind noch ein paar andere Punkte. Da könnt ihr aber auch mal googeln. Oder? Ja, klar. Knaus hat da auch eine sehr schöne Seite, ne? Herstellerseite. Da kann man sich ganz viele Dinge angucken. Genau. Bis hin zur Sonderausstattungsliste. Ist natürlich ein rein auf Gas orientiertes Fahrzeug. Du bekommst keinen Kompressorkühlschrank und du bekommst auch keine Dieselheizung. Dafür, und das hast du ja auch nicht so oft, kannst du eine Alde-Heizung wählen. Die ich ja auch nicht schlecht finde. Ja. Ja, du hast halt, ich habe oft mit meinen Nebenhöhlen zu tun, das Gepuste bei Gas und Diesel ist manchmal, ne, wirbelt den ganzen Staub ja noch mehr auf. Das hast du bei der Alde-Warmwasserheizung nicht. Das ist also nicht jedermanns nicht, Sache mit der Umluftgeschichte. Ist nicht jedermanns Sache. MAN Crafter ist, glaube ich, über jede Kritik erhaben. Wir haben immer wieder gehört, ne, dass die Fahrzeuge liebend gerne gefahren werden, was jetzt Straßenlage und Fahrverhalten und... Erinnere dich, unser Nachbar in Cuxhaven, ich glaube, der hat einen Ami-Schlitten, einen großen, und fährt den MAN. Ja. MAN, ja genau, ja, doch, MAN, ja, MTI, ja. Genau. Und ist total begeistert, ist begeistert. Ne, vom Fahrverhalten. Ja. Also der Wagen hat gute Kritiken. Mhm. Da war noch was. Was denn? Nora, wie immer zum Schluss die Frage, was kostet denn der Spaß? Ja, der Spaß kostet, auf, da könnt ihr mal sehen, da verschlucke ich mich gleich. Der Spaß kostet auf MAN, der Grundpreis als 3,5 Tonner, auf TGE mit 140 PS 82.399 Euro. Der Angebotspreis hier mit 177 PS als 4 Tonner kostet 97.254 Euro. Jo. Jo.
Mir macht das Auto Spaß. Ich finde auch die Stoffanmutung, ne, die Haptik heißt es ja so schön auf Neudeutsch. Grob. Das gefällt mir, ne? Grob, ne? Und das praxisorientiert, hätte ich bald gesagt. Ja, ne? Ja, immer diese Begriffe. Mhm. Liebe Leute, das war's für heute aus einem Knaus Venti. Mhm. Habt eine wunderbare Zeit. Lasst es euch gut gehen. Und wir sehen uns. Bis die Tage. Tschüss. Tschüssikowski. Ja.